Oft werde ich gefragt, wie so ein Goldchip aufgebaut ist und was da für eine Information und Programmierung dahinter steht. Manche haben Angst, dass es da magische Besprechungen sind. So magisch sind die überhaupt nicht und trotzdem irgendwo ist ein Zauber, eine Magie drin. Hä? Es sind auf dem ersten Bild, ihr könnt die PowerPoint herunterladen, da sieht man der goldene Schnitt. Ich habe da schon seit Jahren mit diesen Formen gearbeitet. Mal habe ich für meine Frau am Sandstrand, glaube ich, in unseren Flitterwochen oder vor den Flitterwochen, habe ich ein riesiges goldigen Schnitt gemacht in diesen zwei entgegengesetzten Formen. Ist eigentlich die Herzform, hä? Aufgebaut mit verschiedenen Elementen. Die linke und rechte Hemisphäre, man sieht den lachenden Jesus, das ist so das Bild des erlösten Mannes, der in Freude strahlt. Und rechts die Mutter Gottes Maria. Ich habe ein Bild von Medjugorje genommen, weil meine Frau die Maria von Medjugorje sehr, sehr lieb hat. Mir steht sie auch sehr nah. Maria, die einerseits die kosmische Frau, die vollkommene Frau ist und trotzdem so individuell an den verschiedenen Orten in Lourdes, in Fatima, in Guadeloupe, in Einsiedeln und so weiter sich offenbart. Eigentlich ist jede Frau Stück dieser Offenbarung, mehr oder weniger erlöst. Gleiche gilt für den Mann. Linke, rechte Hirnhälfte. Ich habe alles verarbeitet nach der Orgontechnologie. Leiter, nicht Leiter. Ich habe da Metall und Isolatoren genommen. Gold. In der Mitte ist Kupfer. Dann habe ich eine Mischung aus Agnutra. Das ist eine eigene Asche, die gemischt ist mit Basaltmehl, die nimmt die Informationen optimal auf. Mineralien und noch etwas Schungit drin. Dann noch wieder ein Isolator und eine Silberfolie. Das alles feinsäuberlich verleimt und ja, speziell hergestellt und mit der Abdeckfolie, dass man es aufs Handy, in den Kühlschrank, ins Auto und so weiter kleben kann. Zu den verschiedenen Informationen, die drauf sind. Die rechte Hemisphäre oder die rationale Hälfte, eher das männliche Prinzip. Letztlich ein Mann ist auch nur, wenn er das weibliche integriert und umgekehrt. Ja, aber das männliche Prinzip, das Rationale, das Messbare, das Berechnen, das, was man besser berechnen kann. Zuerst mal die Fibonacci-Zahlen 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 253. Das sind so große Zahlen, die da entstehen. Ich habe da auch eine Tabelle reingemacht. Da gibt es verschiedene die Formulierung, aber letztlich die Verhältnisse kommen immer näher zum goldenen Schnitt. Der goldene Schnitt, eine transzendentale Zahl. Ich komme dann nachher nochmals drauf. Dann die Zahl Pi. Eigentlich sollte man sie vorlesen bis auf 100 Stellen oder 1000 Stellen. 3,14159265938932384623389523792891 und so weiter. Ist eine transzendentale Zahl, hört nie auf. Ist eine wunderbare Zahl für die Kreisberechnung. Ist übrigens auch in Kornkreis erschienen. Sehr toll dargestellt, mathematisch. Ich wäre nie auf so eine Idee gekommen. Und etwas Schönes an dieser Zahl Pi, der Kreis. Irgendwo auf einer Kommastelle, weiß nicht wo, Technorama gibt es sogar, oder gab es, vielleicht gibt es ihn immer noch, einen Computer, der diese Zahl, ich weiß nicht, aufs Unendliche berechnet, findet jeder sein eigenes Geburtsdatum drin. Der ewige Lebenskreis. Der Schmetterlingseffekt, eines meiner liebsten Symbole, kommt irgendwann, sei mal sogar ein Nobelpreis dafür ausgegeben worden an die Mathematiker. Der hat berechnet, wenn er ein Wettermodell durchlaufen lässt und nur ein Hundertstel Millibar
verändert, dann kann es in Europa einen Orkan auslösen, obwohl in Afrika ein Schmetterling geflattert hat. Und umgekehrt, wenn wir in Liebe die kleinsten Handlungen machen, und wenn es nur beim Auftischen die Tasse liebevoll hinstellen ist, dann kann das genau diese Frequenz, diese Schwingung sein, die eine Katastrophe verhindert oder im schlimmsten Fall auslöst, wie auch immer. Der Schmetterlingseffekt, da haben wir im Kleinsten eine ganz große Auswirkung. Und ich denke immer, wenn wir so in der Verbundenheit sind zum größeren Ganzen, zum Wohl des großen Ganzen, sprich die Radionik, Christen sagen, dein Wille geschehe, Allah Akbar, Gott ist groß. Eigentlich geht es im inneren Wesen bei den Religionen um diese Hingabe im Kleinsten, das große Auswirkungen hat. Daneben der goldene Schnitt, die Zahl Phi, die 1,618033399 und unendlich, eine Riesenzahl. Die Phi-Symbole für die Berechnung, man findet sie in der Schnecke, man findet sie im Körper, die 1 zu 1,618 unendlich, vom Kopf bis zum Bauchnabel wieder 1, vom Bauchnabel bis zu den Füßen wieder 1,618. So ist die ganze Schöpfung in den Pflanzen überall, bei den Tieren findet man diese wunderbare Zahl Phi. Die eulische Zahl, das übersteigt ein bisschen meine mathematischen Kenntnisse, aber ist auch eine transzendentale Zahl. Wird irgendwo für die Kurvenberechnung benutzt. Wahrscheinlich hat es auch ganz viel mit den verschiedenen Wellen zu tun. Mit der Radioaktivität habe ich mir sagen lassen, den Zerfall. Die Schrödinger-Katze ist nicht, wer weiß. Und ich vermute, die Skalarwellen, die sich hier sozusagen über den elektromagnetischen Wellen, über den Erdwellen, über den kosmischen Strahlungen aufbauen und man sagt, sie sind schneller als Licht. Es gibt da verschiedene Für und Dagegen. Ich für mich sehe einfach diese Skalarwellen so der Ort, wo das Leben entlang fließt. Und zwar unabhängig von Zeit und Raum und wahrscheinlich gerade auf diesen Zeitlinien. Die Zeit, das komprimierte Energie. Eulische Zahl. Wenn ein Mathematiker mir das besser erklären kann, ich brenne danach, aber so, dass ich es verstehen kann. Und trotzdem gehört sie dazu, zu den drei transzendentalen Zahlen, die ich kenne. Die eulische Zahl, die Zahl Phi und die Zahl Pi. Vielleicht auch ein mathematisches Bild für die Dreieinigkeit, wer weiß, weil es ohne Ende ist. Das Fraktal, da gäbe es auch unendlich viele Vorträge im Kleinen. Wie im Großen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und der Romanesco, eines meiner liebsten Fraktal. Ja, meine Tochter ist unten. Ja, ja, war. Jetzt muss ich unterbrechen, weil meine Tochter ruft. Das ist das kleine Fraktal, wo das große Ganze ermöglicht.